Auftakt zum Europawahlkampf der SPD am Freitag in Saarbrücken. Für das meiste Aufsehen in den letzten Tagen hatte aber wohl er gesorgt. Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen umstrittenen Enteignungsforderungen. Auf der Bühne im Saarland blieb es aber strikt bei Europa. Die Spitzenkandidaten Katharina Barley und Udo Bullmann stellten ihre Themen vor. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam, wir können das nicht alleine, aber wir alle gemeinsam das auch wirklich schaffen können, für ein soziales Europa einzutreten und dieses Europa nicht nur zu sichern, sondern es auch noch besser zu machen. Und ich freue mich darauf, das gemeinsam mit euch zu tun. Und Kevin Kühnert? Der hatte dieses Mal eine weniger radikale Forderung. Das Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden.